Wir starten den Vlog direkt mal mit einer Premiere, was wir noch nie hatten. Und zwar bei der Gepäckkontrolle. Normalerweise wird Daniel immer mit seinem Handgepäck rausgeholt, weil es komplett alles voller Technik ist. Und ich komme immer gut dabei raus. Und dieses Mal winken die ihn durch, ja, holen mich raus und gucken die Kekse an, die ich dabei habe. Das wäre echt geil, dass sie einfach die Kekse angucken. Okay, herzlich willkommen vom Düsseldorfer Flughafen. Genau, wir sind jetzt am Flughafen, Gepäck ist aufgegeben, wir sind durch die Sicherungskontrolle durch und warten eigentlich nur noch auf den Flug gerade. Welche Dokumente wir alle brauchen, also es ging super schnell, die Info, und welche Dokumente wir brauchten, das haben wir hier im Beitrag mal geschrieben. Und das hat keine 10 Minuten gedauert, dann hatten wir die Sachen und jetzt sind wir hier. Ja, was muss man dazu sagen für Sri Lanka, es geht so viel, geht online, also eigentlich geht alles online, sowohl ja. Visum ging jetzt online, als auch jetzt so ein Gesundheitsbescheinigung, die wir brauchen, die konnten wir heute auch noch bequem online organisieren, das war echt easy. Also eigentlich alle Formulare, die wir brauchen, gingen online und das auch innerhalb von 2-3 Minuten. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, passendes Wetter, um abzuhauen, weil heute ist richtig beschissenes Wetter draußen, es ist richtig kalt und nass. Und das wird übrigens unsere Anreise nach Sri Lanka. Also die Stimmung ist hier gerade ein bisschen so, als wären wir zu spät zu einer Party gekommen. Da Stühle hochgestellt, leere Weingläser. Die Lichter, guck mal, die sind aus einfach. Wir sitzen hier einfach im Dunkeln gerade. Ich weiß nicht, ob der Flughafen gleich auch dicht macht. Also ich weiß nicht, ob es hier in Düsseldorf bei uns eine Flugverbotszone gibt. Oder Zeit, ab einer gewissen Uhrzeit, ob wir so einen der letzten Flüge haben, keine Ahnung. Ja, aber dann könnt ihr doch noch Licht anmachen. Ja. Egal, ab nach Dubai. Led by Purser Julian. Julian is from Colombia and he'll be supported by Kevin, supervisor Arita. She's from Thailand, looking after you in economy class. Okay, der Flughafen Dubai ist so groß und wir entscheiden uns genau für diesen Spot hier, unser Frühstück zu essen in dem Café. Also hier sind wir eigentlich immer, wenn wir hier in Dubai sind, weil hier hinten ist nämlich, also erstmal ist hier ein cooles Café und weil da hinten so eine Wiese ist, wo man sich schlafen legen kann und auch Tische, also das gehört zu keinem Café, sondern man kann sich da halt einfach hinschillen. Hier sind wir ungelogen, jedes Mal, wenn wir hier sind, landen wir hier in dieser Ecke. Ja, die kriegen nur das Ding nicht ausgeschaltet. Ja, das lief jetzt ungefähr eine halbe Stunde, saßen wir da und die haben das irgendwie nicht ausbekommen, obwohl 3 oder 4 Security-Leute davor standen. Deswegen bewegen wir uns mal ein bisschen. Das hat auch angefangen in dem Moment, wo wir uns, glaube ich, hingesetzt haben. Stimmt. Übrigens brauchten wir für den Transit gar nichts an Dokumenten oder generell. Also eigentlich nur ankommen und das war's. Generell irgendwie sehr unkompliziert. Sie sagen hier einfach, dass wenn du über Transit hier reist, irgendwie generell mit Emirates, also du fliegst ja eher meistens über Dubai, dass sie dann sagen, okay, du brauchst halt das, was du für dein Zielland brauchst. Übrigens, sehr heißer Tipp, in der Story habe ich es eben schon gesagt, aber hier nicht. Wer vegetarisch oder sonst sich irgendwie ernährt, bestellt mal vegetarisches Essen auf jeden Fall auf dem Flug von Emirates. Das war das beste Essen, was wir, glaube ich, hier in einem Flugzeug hatten. Und das war gefühlt so Qualität von, wir bestellen zu Hause mal indisch. Das war kein Aufpreis übrigens. Nee, und ja, wie gesagt, richtig, richtig gut. Jetzt hätte ich fast dann umgelaufen. Yep. International Airport, where the local time is approaching 50 minutes past 4 o'clock in the evening. And
the outside temperatures are 31 degrees Celsius. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off. Okay, also die Immigration, die hat jetzt keine 15 Minuten gedauert, also inklusive Schlange. Also einfach nur hin, den Pass abgeben und... Also noch wollten die nicht sehen. Entweder kommt das noch, aber jetzt gehen wir zum Gepäck schon. Ja, ich glaube, das war's. Hä? Ja, vielleicht kommt das noch. Also wir sind jetzt aus dem Flughafen raus. Man hat danach nichts mehr von uns sehen wollen, aber wir müssen ja einen PCR-Test bei Ankunft machen. Und den haben wir jetzt am Flughafen bezahlt. Und jetzt sitzen wir im Bus. Aber ich glaube, wir fahren jetzt zu sowas wie einem Labor, wo wir das dann machen. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ja, ich glaube, wir werden jetzt zu dem Auto gefahren von dem Fahrer, der uns eigentlich ins Hotel fährt. Und der stoppt mit uns vorher an dem Labor. Ah ja. Ja, wir sind jetzt hier im Büro angekommen, wir haben jetzt auch einen Test gemacht und jetzt hieß es zu uns, ja, wir sollen jetzt 3 Stunden auf das Ergebnis warten hier in dieser Wartehalle. Jetzt kam aber der Fahrer von uns, der uns die Unterkunft bringt, der hat gesagt, ja, gib mir mal die Passports, ich regel das jetzt und der diskutiert jetzt hier, aber anscheinend ist es bei denen so gang und gäbe, auch in der Unterkunft, dass die dann einfach die Tests machen hier und dass dann einer von der Unterkunft sich irgendwie darum kümmert, dass die Ergebnisse richtig ankommen oder dass sie es das geklärt haben. Wäre jetzt halt nur blöd, wenn wir hier 3 Stunden warten müssen, weil jetzt ist jetzt auch schon spät. Wir haben jetzt, wie spät haben wir? 6 Uhr, glaube ich, ist auch gerade die Sonne hier untergegangen. 20 vor 7, ja. Und wenn wir jetzt 3 Stunden warten und wir fahren, glaube ich, nochmal 3 Stunden in die Unterkunft, das wäre dann schon ein bisschen lange. Ja, mal abwarten. Germany. Wie lange dein first time? Yeah, it's the first time. How long do we drive to the hotel? 3 hours. No, okay. Wir haben jetzt 3 Stunden später, ich weiß gar nicht mehr, was das letzte war, was wir aufgenommen haben. Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr exakt 24 Stunden später, nachdem wir losgereist sind. Und wir sind da. Muss gleich mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob wir das Ergebnis schon haben, weil also ich weiß nicht, ob die Handynummer jetzt richtig war, die wir angegeben haben, ob das jetzt stimmt. Auf jeden Fall, E-Mail-Adresse sollte stimmen, aber wir haben jetzt gleich erst wieder Internet hier, wenn wir uns einloggen. Mal gucken, ob da ein Ergebnis da ist. Deswegen Tipp, sollte jemand von euch gesagt bekommen, dass man 3 Stunden vor Ort warten muss. Nee, es geht auch, dass das Hotel irgendwie so einen Wisch abholt und dann sagt, ja, wir kümmern uns dann drum, dass wir auch das Ergebnis Bescheid wissen. Ich glaube, und man das dann kommt auf die Überredungskünste eures Hotels an. Ja, ich würde, also wir duschen jetzt, dann gibt es hier noch Abendessen. Und wir zeigen gerade nicht zu viel, es sieht nämlich mega schön aus. Genau, ich glaube, es ist der absolute Hammer. Es ist jetzt schon richtig, richtig geil. Wir haben selber noch gar nichts gesehen von der ganzen anderen, ist ja auch dunkel draußen. Morgen früh. Ja. Zeigen wir dann einen Sneak Peek von hier, würde ich sagen, weil ich glaube, wir machen einfach einen kompletten Vlog über die ganze Unterkunft hier. Ja, okay. Wir sind ja ein paar Tage hier. Dann sehen wir uns morgen. Ciao. Also gleich, in ein paar Sekunden, jetzt. Schnitt. Und herzlich willkommen in Sri Lanka. Wir sind angekommen, ja. Officially. Wir haben jetzt gerade zwischen dem Schnitt und jetzt sind irgendwie liegen so 2 Tage, glaube ich, dazwischen. Wir sind erstmal angekommen, haben unser Jetlag ein bisschen ausgeschlafen, haben uns erstmal in der Unterkunft eingelebt. Ja. Und das ist der Strand von der Unterkunft. Ja, ja. Und ohne Scheiß, jetzt ist der erste Tag, an dem es leicht bewölkt ist, wie man hier sieht. Und hier ist nichts los, weil da, wo wir sind,
ist einfach so eine Straße und ein Dorf. Also das war es dann eigentlich auch schon, deswegen ist es so ruhig. Das ist immer so witzig, wenn man nachts irgendwo ankommt in der Unterkunft und man weiß ja gar nicht, wo man ist. So, man geht dann rein durch die Rezeption und so. Wir wurden ja direkt vor die Tür gefahren, gehen in unser Zimmer und am nächsten Morgen ist erstmal so, Paradise öffnet sich erstmal. Boah, es ist wirklich Paradise, wo wir da sind. Ne? Aber das packen wir jetzt nicht hier ins Video, wo wir sind, wie die Unterkunft aussieht und so weiter. Das werden wir dann alles... Wir sind nämlich nicht ohne Grund hierhin. Wir wollen von der Unterkunft von Amazon ein komplettes Video machen, weil es ist eine richtig coole Unterkunft. Die Mitarbeiter sind richtig herzlich. Es sind richtig coole Leute gerade mit uns in der Unterkunft. Also es war echt ein Goldgriff. Also wir sind nicht umsonst hier am Strand gerade. Ja. Also wir sind gerade hier. Und das übrigens ist die Strandbar vom Hotel, wo es frische Kokosnüsse gibt, die wir uns jetzt auch gleich holen. Also da waren wir die letzten zwei Tage jedes Mal. Aber gut, das zeigen wir dann auch alles später. Boah, es ist so cool hier zu sein. Ja, das ist aber auch so geil. Einfach hier einmal das Meer. Also wenn Sonne ist, sieht das noch ein bisschen krasser. Oh, jetzt wird es aber dunkel. Ach so, haben wir jetzt ganz vergessen. Super viele haben uns gefragt, vor allem hier auf YouTube, weil das Video ja ein bisschen später kam. Und das letzte Video war, hey, wir reisen nach Sri Lanka. Und dann kamen die Berichte in Deutschland über die Eskalationen und die Proteste hier in Sri Lanka. Wir sind ja eigentlich an dem Abend gelandet, wo ihr, also wer es gesehen hat, in den Medien überall dieser brennende Bus hier in Sri Lanka gezeigt wurde. Genau, und dazu werden wir dann aber auch noch in den nächsten Videos was sagen, nicht hier und auf Instagram. Da reden wir jetzt nicht ständig darüber, ne? Aber wenn wir was da sagen, dann haben wir da ein Highlight, wo man sich das durchlesen kann, wie die Lage gerade hier ist, wo wir sind zumindest, wie wir das empfinden. Und wir haben es ja in den Videos davor schon angesprochen, dass hier gerade diese Wirtschafts- und Energiekrise in Sri Lanka ist. Und ja, die ist auch hier und es gab auch Proteste und es gibt weiterhin Proteste. Das, was aber da jetzt in den Medien gezeigt wurde, wurde zumindest uns von den Mitarbeitern hier im Hotel und von den Locals gezeigt, dass es wirklich irgendwie, dass sie sich jetzt eine Ausnahmesituation da rausgepickt haben, was sie dargestellt haben. Und ansonsten, so wie wir es auch wahrnehmen, ist im ganzen Land hier echt eine friedliche Stimmung und so haben wir es bisher auch von anderen Reisenden mitbekommen. Ja. Also das mal so als schnelle Zusammenfassung zu der ganzen Lage. Wir können natürlich auch nur das sagen, was wir hier mitbekommen. Aber ja, am besten, wer mehr Einblicke haben will, der kann uns natürlich bei Instagram folgen. Da machen wir täglich die Stories, da bekommt ihr es mit. Und hier im Video werdet ihr bestimmt auch noch ein paar Eindrücke dann von der Lage bekommen. Ja. Coconut Time! Ein Outro Time? Ja, ach ja, stimmt. Ja. Ja, wir haben Platz hier. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier kommt ihr zum letzten Video. Hier kommt ihr zum nächsten Video. Und zu unserem Journal. Ja. Und wir sind in Sri Lanka. Tschüss!